Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge sind wir in das Schloss Hyrule eingebrochen und haben im Fuße bzw. oben an der Kathedrale dann ein Herz gefunden, wo quasi Ganon eingesperrt war, und ja, damit ist der ausgebrochen. Zelda hatte nicht mehr genug Kraft, ihn zu bannen. Und wir sind durch die Kathedrale durchgefallen und haben auf dem Boden gegen ihn gekämpft in seiner Form, die so aussah wie so ein hier dieser antiken Wächter. Und er hatte halt vier Arme, und jeder dieser Arme war quasi einer der Bosse mit den Fähigkeiten noch der Bosse, die wir in den Titanen besiegt haben. Ja, das habe ich jetzt geschafft, und jetzt sind wir hier außen in der Hyrule-Ebene und mit Pferd und haben gerade von Zelda den Lichtbogen bekommen. Wir müssen jetzt gegen seine Bestiengestalt kämpfen. Gut, damit brauche ich ja keine Pfeile, weil der Bogen selbst Pfeile erzeugt. Das ist schon mal schön. Ich habe meine stärkste Ausrüstung noch an. Ich habe leider nur nichts mehr zum Essen. Aber ich kann immer noch nicht weiter. Ich kann mich aber gar nicht bewegen. Umgibt ihn wie ein Panzer. In diesem Zustand geht kein Angriff zu ihm durch. Ich beschütze dich. Ich werde diesen Hass zurückdrängen. Meine Kraft ist sehr gering. Du musst die leuchtenden Stellen treffen. Hallo, da leuchtet gerade alles. Link, ich wünsche dir Glück. Vor allem hätte ich mein Pferd nie ein bisschen trainiert. Dann hätte ich jetzt eins, was überhaupt nicht kämpfen will. Also, was überhaupt nicht aufpasst. Ich bin lange zurückdrängen. Ha. Ha. Ich dränge jetzt deinen Hass noch einmal zurück. Du musst bereit sein. Ja, ich muss erstmal rumkommen. Das Vieh ist so riesig. Mein Pferd rutscht gerade nicht. Die leuchtenden Stellen an. Will ich ja. Damit dann wieder eine Schwachstelle aufkreuzt. Sieh nur! Sieh dir Ganons Kopf an! Was sind Sie, das für ein Schwein? Aber oben, ich sehe überhaupt nicht, es ist so hell. Das ist Ganons tiefstes Wesen.
Link, jetzt liegt alles an dir. Ich habe gerade was getroffen. Ich habe nichts mehr. Eine Fee ist noch da. Immer wenn ich schieße, versteckt es sich. Ach so. Was sagt das denn? Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Dein Schicksal. Dein Leiden. Dein Kampf. Und deshalb hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Link, Held von Hyrule. Vielen Dank für alles. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wer ich bin?
Ja, so wie es scheint, sind wir damit komplett durch. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei Fortsetzen passiert, aber wahrscheinlich ist das tatsächlich der letzte Save vorm Boss. Ja, wo ich direkt ins Auge rein bin, zum Herz rüber. Ja, cool. Hat mir sehr gefallen. Ich bin ja ein riesen Fan der Zelda-Reihe. Ich habe fast jedes Zelda gespielt. Ich wollte gerade sagen jedes, aber ein einziges fehlt mir. Das war jetzt, glaube ich, Teil 18. Und der Teil, der mir fehlt, ist der, der ich glaube für den 3DS oder so war. Mit Between Worlds hieß der, glaube ich, wo man irgendwie so in 2D irgendwie in der Wand verschwinden konnte und dann, ja, keine Ahnung. Den habe ich nicht gespielt, weil ich die 3DS-Konsole nicht mehr habe. Ja, unabhängig davon war ein sehr cooles Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Es gibt selbstverständlich einige oder ein paar Sachen, die noch offen sind. Komme ich ja eigentlich auch wieder zurück, teleportiert. Wie ein paar Schreine, die noch fehlen, ein paar Nebenquests, ein paar Erinnerungen, die ich finden kann. Und ja, aber soweit haben wir eigentlich alles. Ich frage mich jetzt, wie ich auch wieder zurückporten kann, damit ich hier nicht direkt beim Boss stehe. Egal, ich werde es vielleicht offline noch ein bisschen spielen. Falls ich noch was sehe, was Potenzial hat aufzunehmen, werde ich das noch tun. Ansonsten werde ich wahrscheinlich die Nintendo Switch-Konsole auch wieder verkaufen mit dem Spiel, weil ja, ich finde, momentan gibt es nicht viel, was draußen ist, was sich lohnt, die Konsole zu behalten und so. Kann ich sie noch für gut Geld wieder verkaufen, da sie scheinbar, also laut Amazon, noch mindestens ein, zwei Monate dauert, bis sie wieder lieferbar ist. In den meisten Mediamärkten, wo ich angerufen habe, war sie auch nicht verfügbar. Aber so wie ich jetzt neue Infos gehört hatte, ist sie wahrscheinlich sogar bis Ende des Jahres nicht lieferbar. Deswegen macht es vielleicht eher Sinn, die zu verkaufen. Na gut, dann ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten und anderen Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.